Also ich bin Aurelia Nauen. Ich bin in der Grube daheim, und zwar in der Appenzöllischen Grube. Und wir haben hier einen Milchwirtschaftsbetrieb mit Aufzucht und den noch bewirtschaften mit den Schwiegereltern, mit einem GG, bis der Schwiegervater pensioniert wird. Und dann haben wir den selber Wald und Schalten. Also ich habe zuerst das Hauswirtschaftslehre gemacht auf einem Bauernbetrieb. Und nachher habe ich Restaurationsfachfrau gelernt und bin dann nachher nochmal in einem Betrieb arbeiten, servieren. Und habe dann den Weg, einen Abstecher genommen auf die Post und bin jetzt Briefträgerin. Und sonst bin ich auf dem Betrieb und helfe hier mit. Ja, Lieblingsleben gibt es irgendwie gar nicht mehr, macht alles. Und ja, wenn es mich braucht, helfe ich überall. Und ja, das Einzige, was ist, ist einfach Kälbli, ist Frauensache. Entweder macht es die Schwiegermutter oder ich. Ich tue lieber kochen als backen. Backen tue ich nicht so viel. Ja, im Sommer brauche ich meistens alles, was einfach im Garten kommt. Und ich schaue, dass ich ein bisschen vielseitig pflanzen kann, dass ich viele Möglichkeiten habe, dass ich den Sommer dort rausnutzen kann. Ich koche auch gerne für Gäste. Ich habe zwar nicht alle Leute hier, aber meistens, wenn es dann wieder gegen den Winter hergeht, hat man wieder Ende der Zeit, um etwas mehr in der Küche zu stehen und etwas länger. Und wohl dann habe ich auch jemanden mal die Familie hier. Ich tue gerne neue Sachen ausprobieren und ich habe auch gerne, wenn ich irgendwo, wenn ein Heftchen kommt, dass ich ein Rezept rauszeigen kann und dann probiere ich dann schon auch jemanden mal lästig aus. Zu der Landfrauenkochin bin ich dann von einem lustigen Weg gekommen. Ja, dort mal bin ich 15 gesehen, wo meine Mama mitmachen durfte. Und ich habe gesagt, auch das würde ich dann auch gerne mal machen, wenn ich gross bin. Und ja, jetzt darf ich das auch machen. Und ich habe eine riesige Freude, dass ich da dabei bin. Ich mache mit, wenn mich jemand anmeldet, dann ist mir gleich. Aber selber melde ich mich nicht anmelden. Ja, meine Schwägerin hat mich angemeldet. Als ich gewusst habe, dass ich dabei bin und dass ich hier koche, habe ich mit meiner Schwägerin diskutiert, was könnte man machen und was hat man noch nie gemacht. Und ja, irgendwie so haben wir dann irgendwie am Nachmittag das Menü zusammengestellt. Ja. Ich habe einmal für die Familie quasi das Menü gekocht und einmal für meine Kolleginnen und das war alles gesehen. Der Dessert ist beides mal nicht so gegangen, wie ich ihn hatte. Und dann habe ich nachher einmal ausprobiert und habe gedacht, entweder geht es oder geht es denn nicht. Und gegessen ist ja wohl, das war, glaube ich, gut gesehen. Und wir haben das Kleine schon dürfen, früh angefangen zu kochen. Und halt auch dort mal, wo die Mama mitgemacht hat bei der Landfrauenkoche, ist es eigentlich mein Job daheim gesehen, um zu kochen, wenn ich daheim war und nicht haben müssen. Ja, sonst irgendwo die Schule oder Foto oder was auch nicht. Ja. Mein Lieblingsplatz hier ist unser Sitzplatz, weil es einfach ein bisschen weg von der Strasse ist. Und da hinten bist du einfach allein und hast deine Ruhe und niemand sieht her. Darum ja, ist das mein Lieblingsplatz. Den haben wir gemacht, wo wir geheiratet haben, ist das eine Art Ebensee, die wir dann gemacht haben. Ja. Der ist versteckt hinter dem Haus, dass niemand her sieht.